Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ja, letztes Mal haben wir ein paar gute erledigt. Wie gesagt, dieser unglaublich beschissene Munitionsmangel in diesem Spiel. Es nervt mich abgrundtief. So, Aschendicht hatten wir schon mal angehittet. Zwei. Heilung. Hier ist ein Legendärer dabei. Laufen, laufen, laufen. Heilen. So, da hast du aber deine Mutation gehabt. Immerhin machen wir jetzt bei denen wieder, wenn das Roboter wären, wenn wir halt, obwohl jetzt wären wir wieder Munition für die Shotgun. Ziemlich im Arsch. Diesen Raum verlässt. Ich brauche mehr Zeit. Mach weiter so. Ja. Diese Heilung. Kann ich denn bitte nicht einfach gemütlich durchmarschieren und die Gegner wegballern? Das ist echt super nervig. So. Ich glaube, ein Heilmittel habe ich halt noch. Ich muss echt mal gucken, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, hier Munition herzukriegen. Viel. Viel und schnell. Ich habe die halbe Anlage hinter mir. Wenn wir durch die Rampen wollen, müssen wir das Entwässerungssystem erreichen. Nein, wir können ja auch sterben. Das ist jetzt auch kein so großer Abgang. Wieso macht ihr so viel Schaden? Gut, nein, wir haben ja auch mittlerweile Stimpaks bis zum Abwinken. Da kommen wir dann auch ganz gut durch. Okay, bei dem haben wir jetzt gerade keinen Schaden mehr. Heilen! Das dauert alles viel zu lang! Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. Gut, danke. War das eine tägliche Operation? Scheinbar nicht. Schade. Ja, wahrscheinlich müssen wir halt einfach die Gegner umhauen hier, nach und nach. Hat nicht, weil noch. Oh, wie der gegen Ghule ist. Nein, da kamen wir her. Gar nicht mal so schlecht.
Da wäre irgendwas Interessantes. Ja, gerade keine Lust und Zeit, den zu lesen. Wie gesagt, ich bin aufgrund des doch sehr langsamen Vorankommens hier wieder etwas genervt. Habt jetzt auch dementsprechend wenig Bock, das alles wieder vorzulesen hier. Wie viel waren es denn jetzt noch? Zwei, drei? Ja, zwei Schläge und wir sind direkt schon wieder hier. Volle Kanne erwischt worden. Ich meine, wir können auch mit der Powerrüstung hier rein, aber... ist halt auch nicht das Wahre. Man verliert ihr relativ schnell Interesse, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich schätze mal, dass dann bei der letzten Welle wahrscheinlich echt noch einiges abgeht. Ich öffne jetzt das letzte Torventil. Gib's ihnen, Anwärter! Mhm. Ja, wir hauen halt tot, was gut zu hauen ist. Sterben. Vielleicht mal noch eine Granate werfen. Gehen, spawnen halt dann nochmal wieder rein. Ist ja auch in Ordnung. Hey, wackelt gerade irgendwas. Ah, du. Ich denke noch über andere Wege nach, die Tür zu öffnen. Alte Episoden von Katie Inkwell spiele ich im Kopf aber nicht durch. Hattest du schon Glück mit der Abriegelung? Ja, das hatten wir. Okay, du und der Paladin, amüsiert euch. Du könntest ein bisschen helfen, weil Ghule und so, ne? Aber gut, wie gesagt, es dauert mir halt etwas zu lange. Aber nach und nach kriegen wir es ja hin. So, bist du alleine? Ja, aber habt euch jetzt ein bisschen verteilt, das ist ja schön. Geschafft. Die Chemikalie verteilt sich jetzt im gesamten Wassersystem. Darunter eine Jauchleitung, um ungewollte Chemikalien zu entsorgen. Nun, gut für uns, dass das Unternehmen es mit dem Umweltschutz nicht so genau nahm. Jetzt sollten wir durch die Ranken stoßen können. Ich würde das Wasser an deiner Stelle aber nicht trinken. Ja, das wird schon. Jetzt? Aha. Sehr gut.
Na dann. Ich denke noch über andere Wege nach, die Tür zu öffnen. Alte Episoden von KD Inkwell spiele ich im Kopf aber nicht durch. Hattest du schon Glück mit der Abregelung? Okay, du und der Paladin, okay. Amüsiert euch. Dann halt nicht. Das können wir schon die frohe Kunde verbreiten. So, Sack mit Düngemitteln. Sonst ist aber erstmal nichts Interessantes hier, wie mir scheint. Da kommt doch gleich bestimmt irgendwie ein Viech. Und wir haben ja noch Schrot für Notfälle. Siehst du? Hast du das gehört? Klingt für mich nicht wie ein wilder Ghoul. Wir sollten hier drin vorsichtig sein. Hm? Aber schon im Rückweg. Wahrscheinlich kommt das Viech dann auf dem Rückweg. Das kann natürlich auch sein. Hier ist aber sonst nichts so Interessantes hier, muss ich zugeben. Und hier können wir auch nichts reißen, ne? Nicht mal was zum Mitnehmen. Pulver können wir auf jeden Fall mal uns gönnen. So, das werden wir alles los. Ein bisschen was, ne? 80 Überlegen Vergrößerung. Pff. Die ist halt schlechter. Weg damit. Ah ja. Na gut, das sieht auch eher nach Bosskampfarena aus. Wird es wahrscheinlich nicht umsonst geben. Bevor ich das Ding hier aktiviere, möchte ich dann doch bitte einmal. Achso, Trick müssen wir auch nochmal. Eichhörnchen hinterher. Ich hau das mal jetzt um. Jetzt haben wir ja Zeit. Wer weiß, was dann nachher noch kommt. Obwohl das jetzt ja auch nicht so lange dauert, netterweise. Zack.
Ist aber halt einfach nur ein Lagerraum, ne? Irgendwie im Schrott, der mir nichts bringt. Okay. Dann eben nicht. Gut, dann bitte einmal überprüfen. Feindseliges, robotisches Wesen? Das ist beunruhigend. Vorsicht. Mhm. Na gut, Roboter. Ei, wo ist er denn? Schauen wir, was das wird. Du? Etwa? Ein Sasquatch-Hochstapler. Ach. Bin ich eigentlich gerade geheilt oder machen wir halt wieder so wenig Schaden? Marlene, es würde helfen, wenn du mal auch drauf ballerst. Bringt es mit dem Schaden nicht so wirklich was? Wie gesagt, ich brauche bitte irgendwas, was Schaden gegen diese Gegner hier macht. Das hat alles hier keinen Sinn. Und ein bisschen, vielleicht ein Speicherpunkt, der ein bisschen näher liegt. Das wäre auch toll. So, dann schauen wir mal gerade. Inwiefern wäre das denn jetzt erfolgreich? Das ist jetzt schon mit Zusatzschaden. Wie gesagt, das ist echt super lachhaft. Das ist super lachhaft. Wenn du dich jedes Mal vollheilst, wenn wir sterben, dann habe ich keine Chance, diesen Kampf hier zu gewinnen. Wie gesagt, meine Waffen machen halt einfach keinen Schaden. Nachladen ist halt auch wieder nichts.
Ja. Aber wahrscheinlich soll das hier wieder so ein Bosskampf sein, der sich halt einfach unnötig lange in die Länge zieht. Halt dann stundenlang auf die Gegner draufballern kann. Liebe ich ja sowas. Granate. Die Granaten scheinen ja ein bisschen was zu bringen. So, hallo Paladin. Wieso brauchen eigentlich die Granaten nochmal so ewig, bis die mal explodieren? Also damit drauf zu schießen bringt nichts. Das macht einfach zu wenig Schaden. Das macht alles zu wenig Schaden gerade. Sagen wir, schleichen uns mal an. Die dumm, die dumm. Bleibt ja nur noch der Nahkampf. Für alles andere haben wir nicht genug Munition. Okay, auch das macht keinen Schaden. Sehr schön, so liebe ich das. Kommst du noch nach? Scheint mir so. Können es ja so ein bisschen zurückziehen. Bist du wirklich so nah ran? Ich glaube, du bist schon wieder unterwegs, ne? Madame, es würde helfen, wenn du auch mal drauf schießt. Ich habe dafür einfach nicht genug Munition. Kann ich bitte eine Waffe machen, die halt, keine Ahnung, vielleicht mal so die Hälfte abzieht? Du bist halt jetzt fast leer geschossen wieder. Die Granaten können wir natürlich jetzt auch alle hier noch rausschmeißen, aber das ist halt auch nicht so wirklich zielführend. Ja. Wie gesagt, ich hätte gerne auf diesem Level auch wirklich, dass ich dann einfach gemütlich durchmarschieren kann. Da brauchst du jetzt keine Herausforderung mehr. Es kostet alles so unglaublich viel Zeit hier. Die dumm, die dumm.
Vielleicht können wir ihn ja irgendwie rauslocken. Das da war ja schon mal nicht schlecht, dass wir ihn halt einfach quasi umkreisen. Dann halt hauen. Okay, du haust jetzt auch nochmal zurück. Ja, wie gesagt, das war halt ein paar Schläge landen. Wieso kriegst du mich denn hier wieder? Ich war doch schon versteckt. Es ist echt schön, wie meine Waffen keinen Schaden machen. Das macht so richtig viel Spaß. Oh Gott. Die gehen wahrscheinlich eher kaputt, bevor sie den umgehauen haben. Jetzt macht es halt quasi keinen Schaden mehr. Ja, es geht. Es ist halt super langweilig und super langwierig. Ja, dann hauen wir den alles mal von der Zeit kaputt, oder zumindest auch für die Rest von der Folge. Ich glaube, ich schneide den Rest dann auch raus. Wir haben wahrscheinlich jetzt in 3 Minuten nicht platt kriegen. Wahrscheinlich sterbe ich dann auch nochmal und kann alles nochmal neu machen. Mal schauen. So, aber wir können erstmal eine Runde rausrennen. Kurz in Deckung. Warten, bis wir nochmal versteckt sind. Ja, dann so ein paar Angriffe, die halt ein bisschen was an Schaden machen und halt langsam runterprügeln. Bosskämpfe. Immer wieder eine absolute Krux in Spielen für mich. So. Ich glaube, mit der Faust geht es tatsächlich ganz gut gerade. Da können wir echt ein paar Schläge landen, bevor er dann zwittert, sozusagen. So, dann möchte ich wieder einmal in den Versteckt-Status. Dann umkreisen wir dich nochmal, während wir dich anhauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo. Fuck. Sind wir noch da? Wie gesagt, wir haben hier Platz zum Weglaufen. Ja, dann ist es hier an der Zeit, die Folge zu beenden. Vieles sage ich jetzt ja nicht mehr. Dann sehen wir uns das nächste Mal einfach, wenn wir ihn platt gehauen haben. Oder wenn ich ihn platt gehauen habe. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mehr als ich gerade. Wie gesagt, ich bin gerade super
Er ist super genervt. Ich bin halt super gelangweilt von sowas. Und ärgere mich, dass das alles so unglaublich viel Zeit kosten muss. Bis dahin. Beim nächsten Mal geht es hoffentlich wieder etwas schneller voran. Ciao, ciao. Bis dann.